Ostermontag und so, ne? Und Montag heißt Foto-Challenge starten, ne? Heute komme ich irgendwie gar nicht so recht in die Puschen. So, Kaffeesatz verrät mir, das Thema ist Crappy Places. Der Frankie hat diesmal den Vorschlag abgeliefert mit den meisten Upvotes von euch und ich habe jetzt während dem Kaffee gut nachgedacht. Ich wüsste nicht, wo hier in der Gegend ein Crappy Place ist. Das Einzige, was mir einfällt, ist die Autobahn da hinten, wo ich mit der Kira öfters spazieren gehe. Da war früher ein Flusslauf, bevor die Autobahn quer dazu gebaut worden ist. Und weil sie die Autobahn künstlich unterirdisch gebaut haben, also da geht ein Tunnel durch, mussten sie den Flusslauf, diesen Bach unterbrechen und dann mit zwei Pumpstationen unter der Autobahn durchpumpen. Und an beiden Enden sind dann so Auffangstationen, wo irgendwelche Äste, Baumreste und Laub und was weiß ich, das alles aufgefangen werden soll. Und da schaut es bei Zeiten auch ganz schön wild aus. Also richtig crappy. Da werden wir hinschauen. Was ich dazu noch brauche, ist ein Maskrug, weil der Till hat als verschärfenden Faktor dazu gebracht, ich muss einen Maskrug mit einbauen ins Bild. Also schleppe ich einen Maskrug auch noch mit hinter. Wenn es eh entlang der Gassi, jetzt habe ich den Schlüssel vergessen, aber Michael ist ja daheim. Wenn es eh entlang der Gassi-Strecke ist, nehmen wir auch gleich. Hey! Zurück. Schön warten. Ungeduldiges Stück. Wenn es eh entlang der Gassi-Strecke ist, nehme ich die Kira mit. Ich war jetzt einen kurzen Augenblick verführt, einen von meinen Mini-Maskrücken mitzunehmen. Was heißt meinen von der Michaela hier? Diese hatten wir auch schon mal so ein Bild mitgemacht. Aber ich habe den Till dazu verdonnert, dass er das Longboard von ihm mit in den Shot bringen muss. Und das Longboard ist ja doch ein ganzes Stück größer. Und dann wäre es, glaube ich, extrem unfair gewesen. Also hilft nichts. Also hier bekomme ich, glaube ich, die schönste Tiefenschärfe, aber sie schaftelt mit. Jetzt, wo ich das erste Mal so richtig Dreck hier hätte gebrauchen können, sieht es ziemlich aufgeräumt aus. Also bis auf ein bisschen Laub ist eigentlich nichts da. Gut, probieren wir mal hier ein paar Shots. Und die Wände sind so ein bisschen grün, verwittert, vermoost. Das können wir vielleicht in der Nachbearbeitung gut hervorheben. Und ansonsten machen wir einfach ganz extrem Schwarz-Weiß-Fotos draus. Weil dann kriegen wir die Hell-Dunkel-Flecken wenigstens als Alt-Effekt hin, also dass es insgesamt ein bisschen verwitterter aussieht. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich den Maskrug auch von unten sehen kann, wenn ich von da in Richtung Treppen hoch fotografiere. Mal gucken. Das Blöde ist, wenn ich da so schräg rüber gucken will, dann sehe ich wegen der Lamellen nichts. Jetzt halte ich die Kamera einfach mal zwischen den Gitterstäben durch und hofft, dass sie nicht runterfällt. Also ich hoffe, man kann zwecks Wind überhaupt was hören, weil es geht jetzt hier ganz schön eine Brise. Ich habe einige Shots gemacht. Wie gesagt, Müll liegt hier jetzt nahezu keiner rum. Also mal ein Tempo hier, Tempo da, aber nichts, was auffällig wäre. Sonst sind da oft von
Essensresten über McDonald's und schlag mich tot alles mit bei. So. Ich mach mal so, vielleicht hält das den Wind ein bisschen besser ab. Weil ich schätze mal, dass man sonst nicht allzu viel hören wird. Jo, jetzt werde ich mit der Kira noch die kleine Runde außenrum fertig fahren, über die Autobahn wieder drüber zurück nach Ampfing. Und dann bin ich zu Hause gespannt, ob da irgendwas Brauchbares mit dabei ist. Bin mir unsicher. Zum einen, weil es gerade schwer ist, hier heraus so extrem sonnig, unten drin sehr, sehr, sehr finster. Mal gucken.